Hallo, herzlich willkommen bei Verstrickt und Zugenäht, Folge 120. Ja, es ist wieder ein wunderschöner, sonniger Herbsttag. Es ist unglaublich warm. Es ist blauer Himmel, nicht mal ein Windchen geht. Also für die Kinder, die Drachen steigen lassen wollen, ist es fast ein bisschen schade, dass das Wetter zu schön, weil kein Lüftchen geht. Aber wir müssen diesen Sommer genießen, einfach diesen Altweibersommer, der jetzt schon richtig eben voll in den Oktober reingeht. Ich denke, das wird schnell genug, das kalte und schlechte Wetter wieder kommen. Aber nicht lange übers Wetter reden. Mich kitzelt es heute schon wieder an der Nase. Das kommt wahrscheinlich von der Sonne, die mich kitzelt. Wir reden über Strickiges. Genähtes habe ich heute gar nichts dabei. Auch nichts Fertiges, nichts sonst. Aber Fortschritte, die zeige ich euch, die teile ich mit euch. Ja, meine Tigerenten, Schrägstrich BVB-Socken, sind ein bisschen gewachsen. Letzte Woche habe ich ja noch groß getönt, dass ich an denen wahrscheinlich nicht stricken werde. Habe ich jetzt doch ein bisschen getan. Aber jetzt sieht man so richtig schön dieses Pooling, was ich letzte Woche erklärt habe, wie sich dann bei so handgefärbter Wolle sich die Färbung während dem Stricken sozusagen verändern kann, je nachdem, wie viele Maschen man hat. Das ist eine Chinosocke mit 56 Maschen auf 2,5er Nadeln. Das Strickbild von der Wolle ist super schön. Und letztes Mal war ich hier. Und hier eben, da macht man ja nimmt man mehr Maschen auf, damit man eben diese Spickelabnahmen stricken kann. Und die ja hier wieder ab. Und da war ich letztes Mal, wo hier die Feder hängt. Und das kam hinzu. Da habe ich ein bisschen dran weiter genadelt. Wo, erzähle ich euch nachher. Also einfach nur so ein bisschen nebenbei. Ja, da bin ich jetzt schon fast an der. Ja, doch, die müsste ich mal nachmessen, nicht, dass ich schon übers Ziel hinausgeschossen bin. Da kommt jetzt bald die Abnahmen für die Spitze. Das werden Socken für meine Tochter. Und vom ersten Bebelle ist noch einiges übrig. Ich denke, da werde ich dann die zweite Socke dann auch noch damit anfangen. Ich stricke das auf meine 2,5er Chao-Gu-Nadeln. Die mit dem, das ist das austauschbare Mini-Set. Es gibt von Chagu ja ganz viele verschiedene Sets. Ich habe ja von dem Schraubset nur dieses Mini-Set und Mini deswegen nicht, weil die Nadel hier kurz ist, sondern die ist so lang wie sonst auch die herkömmlichen Stricknadeln, sondern weil es die von 1,5 oder 1,25 ist das dünnste bis 2,5 diese ganzen Zwischengrößen gibt. Also da gibt es eine 2,5 ist die Größe, eine 2,25, eine 2,0er. 1,75 und eine 1,5er. Und da sind auch drei verschiedene Seillängen dabei. Und das Seil hier ist auch dünner als das herkömmliche Chao-Gu-Seil. Ich habe hier ein normales Seil, genau, kann man gerade mal vergleichen. Sieht man da ganz deutlich, dass das viel dünner ist. Hat aber auch in der Mitte drin diesen Stahl, dieses Edelstahl oder was da innen drin ist, das mit Kunststoff ummantelt ist. Und hier bei denen kann ich eben das abschrauben und je nachdem drauf machen. Das Seil oder die Nadel, wie ich brauche. Und dadurch, dass es so dünn ist, ist es natürlich auch sehr biegsam. Ja, genau. Das sind meine Chagu-Nadeln und meine Stino-Socken, die so langsam vor sich hin wachsen. Die wohnen in meiner schönen Bodolina-Tasche, die ich von der Melli mal bekommen habe. Ja, wie immer, Werbesendung. Also heute ist wirklich eine krasse Werbesendung, weil ich nachher noch andere Sachen zeige. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe es entweder selber gekauft oder von lieben netten Menschen geschenkt bekommen, aber nicht als Auftrag und von der Herstellerin. Überhaupt nicht. Aber die Astrid, die Bodolina, macht halt schöne Täschchen. Und das ist meine. Genau. Dann habe ich weiter genadelt an meinem Sipila. Sipila ist eine Kaufanleitung von Caitlin Hunter, ein Rundpassenpullover mit zwei Farben, genau, mit einem Einstrickmuster. Da bin ich ein bisschen weitergekommen, aber nicht viel. Ich glaube, drei, vier Runden. Hier, wo der schöne Marker hängt, den mir die Daniela gemacht hat. Tada, mit meinem Namen drauf. Ja, ein bisschen. Aber so langsam kommt es doch zur Geltung. Es ist ein bisschen dunkel jetzt hier vom Licht her. Es ist echt nicht so dunkel. Naja, egal. Ja, doch, ich glaube, wenn ich es näher rangehe. Man sieht uns langsam erkennen, wie sich das mustert. Geht langsam voran irgendwie. Ich bin immer noch bei den. Ich glaube, eine Runde mit Zunahmen kommt noch. Dann habe ich dann die endgültige Maschenzahl erreicht und dann muss man ein kleines Stück stricken. Dann werden die Ärmel abgeteilt, aber ist ja klar, man sieht, dass da nur ein Stück fehlt. So schaut es von innen aus. Und da stricke ich auch auf 2,5er
Chagu-Nadeln, aber nicht 2,5, sondern 3,0. Genau. Ja, dann habe ich noch ein bisschen weiter gestrickt. Ne, viel weiter. Ein bisschen habe ich am Sipila. Mein Plan war ja, da ich ja zwei Großprojekte auf den Nadeln habe, zwei Jacken bzw. Oberteile, eine Jacke, ein Pullover. Das andere Teil ist nämlich der Rose Cardigan von Caitlin Hunter. So schaut der aus, also in Schwarz-Weiß. Und da ich eben zwei so große Projekte habe, Pullover und Cardigan, habe ich mir gedacht, an einem Abend stricke ich am Rose, am anderen am Sipila und immer so im Wechsel. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Der Rose hat mich mehr gefesselt, da war ich irgendwie mehr dabei, hatte ich mehr Lust drauf. Das wird aus vier Einzelteilen gestrickt. Hier kann ich so ein Bild ein bisschen zeigen. Also hier ist eins ein Quadrant, das ist ein Quadrant und auf der Rückseite hat sie auch nochmal eben so ähnliche Teile. Die sind ähnlich, ich glaube, ähnlich von der Größe. Und die werden dann verbunden. Einmal hier am Ärmel dann, an dem Ärmel und am Rücken. Und dann werden die Bündchen hier unten und hier vorne noch angestrickt. Das ist der Rose und ich zeige euch mal, wie weit ich bei meinem bin. Ich bin so verliebt in dieses Teil wegen den Farben und wegen dem Flausch. Also, hier war ich beim letzten Mal hier. Da hatte ich ja gerade mal, ich glaube, die zweite oder dritte Farbe ist eingefädelt. Das ist, trägt man außen. Also man strickt einfach glatt rechts, aber das ist die Außenseite und man erkennt es daran, dass der Zopf hier auf der Seite richtig herum dran ist. Hier war ich und das kam noch hinzu an diesem Stück. Also hier läuft immer dieser Zopf mit und man fadet die Farben dann das so dazu. Also das heißt, man macht immer wieder strikten Übergang über ein paar Reihen, die man immer wieder in einem bestimmten Rhythmus abwechselt. Das ist eben an der Anleitung so wunderschön gemacht. Da ist für jede Größe immer ein extra Blätter dabei, wo man abstreichen kann, wo dann auch dran steht, in dieser Reihe machst du Zopf, machst du Zunahmen oder nur Zopf und dann machst du zwei Reihen der Farbe A, Farbe B, so und so viel rein. Man muss gar nicht denken, das ist so schön. Sie nimmt einem so viel Arbeit ab mit diesen Notizblättern, die man da mit ausdrucken kann und sich abstreifen kann. Und hier habe ich schon vier Farben jetzt eingefädelt. Das ist von Woloholica, die Soft in diesem, da gibt es dieses Fading Kit. Da sind vier Knäule dabei oder Stränge. Und mir schauen die so aus. Also das war Farbe 1 hier unten. Und ich lasse ja immer noch die Drops kitzelt mitlaufen. Also die halte ich doppelt. Deswegen wirkt das jetzt natürlich hier heller, weil das ja da durch das Dropsgarn noch ein bisschen abgeschwächt wird. Das war eins, dann das war die Farbe 2, ups, Farbe 3 und mein vierter Knall ist der hier. Es ist einfach nur schön. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Und ich finde dieses Strickbild auch so schön, wie sich das anfasst. Diese Drops-Kitzel-Casematen, hat einen tollen Griff, die kratzt überhaupt nicht. Und das von Woloholica, das Softgarn. Das ist ein Single Garn, das eben nicht verzwirnt ist, ist halt auch sehr, sehr, sehr weich. Und man sieht das eben wunderschön, wie das ineinander übergeht. Ich finde, es ist so toll, weil die Farben aufeinander abgestimmt sind. Man hat nie so das Gefühl, da kommt jetzt so ein harter Bruch. Also da bin ich sehr, sehr glücklich damit. Das stricke ich auch auf 3,5er Chagu-Nadeln. Oder 3,5er? Ich finde es nicht. Doch, 3,5er Chagu. Bei den Chagu-Nadeln geht das halt auch nie ab. Diese Größenbezeichnung. Ja, das sind meine drei Projekte, an denen ich arbeite. Der Rose und der Sipila und ein bisschen Socken. Und auch ein viertes Projekt habe ich. Deswegen ist jetzt an denen auch nicht so viel vorangegangen, weil ich nämlich meine Wichtelsocken angefangen habe. Für die kleine Wichtelaktion, die wir in der WhatsApp-Gruppe um Thorsten Just Do It haben, wo wir uns gegenseitig ein paar Socken stricken. Ich darf für mein Wichtel eben ein paar Socken stricken und bekomme aber gleichzeitig von einem anderen Wichtel auch ein paar Socken gestrickt. Ich weiß nicht von wem und ich darf es nicht zeigen und ich darf nicht mehr verraten. Tut mir leid, aber es fällt mir so schwer, weil die Socken so schön werden. Die machen richtig Spaß. Also es ist ja nicht einfach nur Stinos. So viel verrate ich. Kann nicht drüber reden, aber ich möchte so gern. Darf es nicht zeigen. Ich bin bei der ersten Socke so gerade am Schaft. Also so die Hälfte vom Schaft habe ich. Also weiter noch nicht.
dauert ein bisschen. Die gehen nicht so schnell wie Stinus einfach. Ja, das sind meine strickigen Werke für diese Woche. Ich erzähle euch jetzt noch, was ich am Wochenende erlebt habe. Wen das nicht mehr interessiert, der darf auch gerne abschalten. Ich zeige euch noch ein bisschen, was ich gekauft habe, aber strickiges an Werkstücken gibt es nichts mehr. Für alle, die abdrehen, nächste Woche Montag, denke ich, werde ich wieder ganz normal aufnehmen. Ja, da ändert sich, glaube ich, nichts. Und wen das noch interessiert, ich war am Wochenende mit den Mädels oder mit einem, nicht mit allen, aber mit einem großen Teil der Mädels von der Kunkelstube in Vaterstetten auf dem Wollmarkt. Der war Samstag und Sonntag. Wir sind am Samstag hingefahren. Ich habe das im letzten Video komplett vergessen zu erwähnen, dass ich dahin fahren werde. Es war zwar schon im Hinterkopf, es war noch nicht endgültig geplant und fix und alles. Deswegen, vielleicht habe ich auch deswegen noch nicht groß drüber reden wollen. Ich weiß gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, es war ein wunderschöner Tag. Es war ein traumhaftes Wetter. Wir haben zwei Autos voll gemacht. Einmal ist die Brigitte mit ihrem Mann gefahren. Da waren ein Schwung Mädels drin und ich durfte bei der Annette mitfahren, The Nerdlitz. Und die Paddy von Paddys Vollzeit ist auch bei uns mitgefahren und wir hatten einfach nur Spaß. Es war so toll. Und dann haben wir uns noch mit der Evelyn getroffen, das Puppenhäcksle, hatte auch noch ein Auto voll Mädels dabei. Bei ihr war die Daniela und die Ursula noch dabei. Genau, und dann sind wir die Anja von der Kunkelstube, die Brigitte, die Jenny vom Wolligen Geplauder und wir alles eingetroffen und haben uns natürlich auch verabredet mit den anderen Mädels, die so hier rund um München wohnen. Also Vaterstetten ist östlich von München, ein kleines Dorf eigentlich. Und dort haben wir getroffen die Annette, die Sternenelfin, die Annika von den Cats and Unicorns, die liebe Karin war mit ihrer Freundin Anja da von Karins Strickereien. Es war da die Biggie von Biggies Käferchens Wollflock, die Susanne mit der Antonia von Farbenspielerei. Ich muss auf meinen Spickzettel gucken. Steffi Gewächs Strickt war da. Diana Leusachgarn, Puppenhexe habe ich schon erwähnt. Und sollte ich jetzt jemand vergessen haben, dann tut es mir leid. Ich habe mir extra noch einen Zettel gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle. Es war so schön, mit euch allen zusammen zu hocken und zu stricken ein bisschen. Und aber wir sind auch immer wieder durch den Markt ein bisschen gegangen. Der war nämlich auf dem Reitzberger Hof. Reitzberger Hof, das ist ein großer Reiterhof mit Gastronomie dabei. Zwei Reithallen sind da, ein schöner Innenhof. Und in dem Innenhof war eben auch das Zelt aufgestellt. Das wurde bewirtet. Man konnte auch in dem Lokal, in der Wirtschaft dort auch essen, trinken. Und der ganze Markt war eigentlich darauf ausgelegt, dass alles nachhaltig und fair das Angebot produziert oder hergestellt wurde. Also man konnte davon ausgehen, dass die Wolle, die man dort kauft, 100% musingfrei ist und eben alles einfach auch fair gehandelt wurde und nachhaltig produziert. Und das ist was worauf ich sehr großen Wert lege und mir wichtig ist. Man konnte da eben nicht nur Wolle und Spinnfasern kaufen, es gab auch verschiedene Sachen aus Holz, es gab viele Seifen, Sachen aus Wolle hergestellt, genähte Sachen, alles, was man sich vorstellen kann. Also es war wirklich ein riesengroßes, wunderschönes Angebot. Und dadurch, dass es eben so bunt gemischt war und nicht wie bei anderen Wollfesten, auf denen ich schon war, nur Wolle, also Wolle, Wolle, Wolle und nochmal Wolle und ein bisschen Fasern und wieder Wolle, war das einfach wunderschön. Die Astrid von Podolina war eben da mit im Stand. Die Margit von Alte Künste. Die Steffis Wolle aus Österreich war da mit ihrer Mama. Sie hat einen ganz kleinen Stand bekommen. Sie war zum ersten Mal dort und hat schon gemeint, nächstes Jahr möchte sie wiederkommen, weil sie hat so gute Geschäfte gemacht und ihr Stand war so wunderschön. Eben obwohl sie wenig Platz hatte, hat sie es so toll präsentiert. Und wahrscheinlich kriegt sie nächstes Jahr, wenn sie wiederkommt, einen größeren Platz. Ja, es gab auch tolle Deko-Sachen. Es war ein wunderschönes Angebot. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht alles gesehen. Nebenan gab es nämlich nur einen Töpfermarkt. Da wollten wir auch noch hin, aber war dann gar keine Zeit mehr. Die Zeit verging wie im Flug. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ach, es gab auch so viele Sachen zum Mitmachen und zum Ausprobieren, zum Gucken. Es waren hier und da immer wieder eine Frau gesessen mit Spinnrad, wo man gesponnen hat. Es gab Webrahmen, wo man weben konnte oder zuschauen konnte, wie man webt. Kinder konnten auch filzen. Da gab es ein Angebot für die Kinder. Ponyreiten war dabei. Eine Schafschuhe gab es immer wieder. Also ich glaube, da gab es immer wieder Durchsagen, aber da haben wir gar nicht zugeschaut. Das
kenne ich schon von der Kunkelstube, da gibt es auch einen Schafscherer, der war auch schon Schafschur. Deswegen, ja, wenn man schon mal gesehen hat, dann muss man das nicht nur fünfmal angucken, aber das war einfach toll. War einfach ein wunderschöner Markt. Wer von euch dort in der Nähe wohnt, dort auf dem Reitzberger Hof, da gibt es auch immer wieder andere Veranstaltungen. Wir haben noch nur Flyer gesehen, da gibt es auch im Winter jetzt eine Kunsteisbahn und so einen Adventsmarkt. Also so von Mitte Dezember ist, glaube ich, der Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt. Ab da gibt es die Kunsteisbahn und die gibt es bis Januar, Mitte Januar, Ende Januar. Also wer von euch da wohnt, also rund um München, tolles Ausflugsziel. Und eben, ich habe ja gesagt, die haben großen Wert darauf gelegt, auf Nachhaltigkeit und fair produzierte Sachen. Was mir auch so gut gefallen hat bei solchen Veranstaltungen, es gab halt auch kein Einweggeschirr. Es war halt alles aus richtigen Tassen, richtige Teller und nichts, also um einfach Müll zu vermeiden. Und ja, sowas finde ich toll. 120 Aussteller, war auch enorm viel. Deswegen eben, man konnte fast nicht alles gucken, angucken. Es gab, wurde kein Eintritt verlangt, es gab nur eine Parkgebühr von 2 €, was man entrichten sollte. Also wer jetzt mit den Öffis dahin kam, der hat es natürlich ganz, also musste jetzt da nichts extra bezahlen, aber war einfach eine tolle Aktion. Und eben der ganze Hof, das Wetter, es war einfach ein Traum. Es war ein wunderschöner Tag. Ja, und ich konnte natürlich auch nicht widerstehen, noch eine Wolle dort zu kaufen. Die muss ich euch natürlich auch noch zeigen. Ich habe geshoppt bei der Margit von Alte Künste. Sie färbt wunderschöne mit Pflanzenfarben, wunderschöne Stränge. Ach, das kommt jetzt leider gar nicht so raus. Das ist ein ganz schönes, der heißt Nachthimmel. Eine High-Twist Merino auf High-Twist von Zitronen hat sie es gefärbt. Ja. Jetzt hatte ich da gerade das Gefühl. Doch, ja, ich muss einfach näher rangehen. Hier, jetzt sieht man schön die Farbe. Wunderschöner Strang. Und sie gibt auch immer noch einen Flyer mit, wo nochmal draufsteht, wie man das waschen soll. Das klingelt jetzt Telefon, das ignoriere ich jetzt mal. Mit einfach Waschtipps. Genau. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Aber der wird auf jeden Fall ein schönes Schätzchen. Das musste mit, weil ich das so toll fand. Und die Margit auch immer unterstützen mag, weil sie hat immer wieder tolles Angebot und einfach schöne Wolle. Ja, dann habe ich noch gekauft. Nitaporté hieß der Stand. Und da gab es von Manos del Uruguay schöne Garn. Manos del Uruguay, die Alegria Base. Das ist Sockenwolle mit 75 Wolle, 25 Polyamid. Und war noch was dabei, wie die Farbe hieß? Nee, da war nichts dabei. Da ist einfach nochmal schön bei den Manos del Uruguay. Wer es gemacht hat, eben das ist eine, auch eine faire Aktion und wer es gefärbt hat, und zwar war das die Andrea in, ich kann es nicht lesen, also da steht eben der Ort dran und wer es gefärbt hat. Und schaut mal, diese schöne Färbung habe ich da mitgenommen. Mit schönen Grün- und Brauntöne und ganz ein kleines bisschen Lila. Und von diesem schönen Schätzchen gab es 4 Stück. Ich konnte doch dann nicht bloß einen mitnehmen, wenn es 4 so schöne gibt. Da, da, da. 4 wunderschöne Strängelchen. Und das ist so wahnsinnig warm, weich. Kann es euch gar nicht sagen. Und jetzt drücke ich doch mal kurz auf Pause. So, weiter geht's. Ja, das war jetzt doch noch ein wichtiger Anruf. Mir ist nämlich letzte Woche die Spülmaschine kaputt gegangen. Und das war mein Spülmaschinen-Elektromann, der mir da jetzt noch weiter helfen konnte und mir jetzt einfach wichtig. Wir haben uns gedacht, wenn es so oft klingelt und immer wieder und hartnäckig, dann muss ich doch mal gucken. Eben, ich habe euch gerade noch die Manos del Uruguay Alegria gezeigt, die ich unbedingt haben musste. Und eben, ich habe diese 4 schönen Schätzelchen mitgenommen, die eben alle zusammenpassen, weil ich mir gedacht habe, das ist so richtig schöne Farbkombi mit diesen Grün und Hellblau und Braun und Ticklila. Da schwebt mir irgendwie so ein Jäckchen oder ein Pullover oder so vor. Aber vielleicht auch erst fürs Frühjahr, weil es doch sehr frische Frühlingsfarben auch sind. Jo, genau, die habe ich mitgenommen in Vaterstetten. Und noch 2 Schätzchen. Das ist dieses hier. Also 2 Stück davon. Das ist von handgefärbte Wolle von Beauty Wool aus Weilheim. Habe ich davor noch nie gehört, noch nie nicht gekannt. Und das ist ein besonders schönes Garn. Und zwar ist das
mit hochwertigen Ashwood-Farben gefärbt. Und zwar heißt die Basis Yeti. Und das ist 50% Yak und 50% Maulbeerseide. Dreifachgarn, 466 Meter Lauflänge. Und schaut mal, wie schön das glänzt. Und das ist so weich. Yeti. Nee, also Yak. Und dann musste ich zwei Schätzchen mitnehmen. Guckt mal die Farben an. Der volle Luxus, das ist wirklich, also absolute Luxuswolle, weil die 000 kratzt. Also für so richtige Mimis, wer da mega empfindlich ist, also weicher geht es, glaube ich, nicht wie Yak mit Seide. Und da die doch 466 Meter laufen, dachte ich mir, dass da zwei Strängelchen für mich, für ein Oberteil, so ein T-Shirt, für was Kurzärmeliges oder für ein kurzärmeliges Jäckchen reichen müssten. Vielleicht kombiniere ich es auch noch mit was anderem, aber ja, wunderschöne Farbe. Genau, das sind meine Schätzchen. Und noch was musste mit. Es gab nämlich noch einen Knopfstand. Da hat mich die Brigitte von der Kunkelstube drauf aufmerksam gemacht. Es gab einen Stand, da gab es Knöpfe ohne Ende. Alles, was man sich vorstellen könnte. Und dann gab es eine Grabbelkiste, wo es hieß, jedes Röllchen Perlmuttknopf 2,80 oder 2,60, ich weiß es nicht mehr genau. Perlmuttknöpfe. Ganze Röllchen für weniger als 3 Euro. Tada! Ich bin leicht eskaliert. Aber na, vielleicht hole ich sie besser raus, dann kann ich es besser zeigen. Also eine ganze Rolle, was sind da drin? Über 20 bestimmt. Palmerknöpfe habe ich jetzt verschiedene mit. Verschiedene Größen und verschiedene Farben. Das ist jetzt eher dunkel, weil ich mir dachte, Palmutknöpfe liebe ich. Die passen überall und immer und sind so schön zeitlos. Und so einen kleinen. Der Größe habe ich welche mit. Dann noch welche, die so eher ein bisschen meliert sind. Oh, die sind so schön. Die sind eher so braun-gold meliert. Da werde ich auch, denke ich, welche für einen Wanderling dann nehmen. Da braucht man ja auch Knöpfchen vorne dran. Und diese hier habe ich noch mitgenommen. Also ganz klassisch weiß mit zwei. Die sind ein bisschen größer als die anderen weißen. Und was ich immer so schön finde, ist, die haben auch mal die Rückseite. Wenn man mal dann doch sagt, ich brauche jetzt keinen weißen Knopf, sondern ich möchte ein bisschen gescheckerten, dann nimmt man einfach die Rückseite. Finde ich auch immer als Alternative sehr, sehr schön. Weil es sagt ja kein Mensch, dass man den mit der glänzenden Seite außen tragen muss, gell? Das finde ich auch bei den dunklen Knöpfen hier so toll. Also einmal haben sie hier diese glänzende Perlmuttseite. Ups. Und einmal nach hinten auf der Rückseite so dunkelbraun. Und die sind halt auch schön leicht. Gerade im Gestrick finde ich, ist es sehr, sehr wichtig bei gestrickten Sachen, dass die nicht zu schwer sind, so Knöpfe, wenn die dann das ganze Strickstück ausleiern. Dann müsste man nämlich, um das zu vermeiden, dass es runterhängt, wenn man schwere Knöpfe hat, hinten ein Webband aufnähen. Also so ein gewebtes Bändchen, so ein Zierband oder so, würde ich dann hinten auf die Rückseite an die Knopfleiste runter dran nähen, um das Gewicht ein bisschen zu verteilen, dass die nicht das Strickstück so richtig ausleiern. Ja, die Knöpfe. Und last but not least musste ich natürlich auch bei Steffi was kaufen, von Steffis Wolle. Da bin ich ja mehrfach um den Stand rumgeschlichen und sie hatte so schöne handgefärbte Kammzüge dabei, ihre wunderschöne handgefärbte Wolle. Und ich so, ach Steffi, ich verführe mich hier nicht. Und dann hat sie gesagt, mir ins Ohr geflüstert, du, ich habe auch Adventskalender dabei zum Spinnen. Und ich zuerst so, nee, 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 ich brauche keinen Spinn-Adventskalender. Sie doch, hör mal zu, pass mal auf. Und zwar läuft das so. Also, hier einmal die Karte von Steffis Wolle aus Österreich. Steffiswolle.at ist die E-Mail-Adresse. Sie hat mir dann die Anleitung hier, die ist mit dabei, erklärt. Und zwar ist das so, das ist nämlich ein Kammzug, der 120 Gramm wiegt und der in einem Stück durchgefärbt wurde. Es gibt nämlich auch Adventskalender, da hat man Faserpröbchen von verschiedenen Schaf. Rassen oder verschiedene Fasern allgemein. Da kann auch Seide dabei sein oder eben Yak oder keine Ahnung, irgendwelche Ziegen. Nein, das ist ein Kammzug von Blue Faced Leicester Superwash und Nylon, also die ideale Sockenfaser. Und den hat sie in einem Wusch durchgefärbt und dann aufgeteilt in 24 Päckchen. Und es ist immer gekennzeichnet, wo man anfängt zu spinnen und wo praktisch immer der Anfang ist, dass der Farbverlauf erhalten bleibt. Somit, wenn man sich die teilt, die beiden, also dass die Portionsfaser für den Tag sich teilt
und die extra spinnt, dann hat man am Ende zwei gleiche Farbverläufe. Wenn man die dann sozusagen noch Navajo mit sich selber verzwirnt, kann man zwar ein paar Socken im wunderschönen Farbverlauf stricken. Also, somit hat das Ganze einen Sinn, weil ich mir gedacht habe, so ein Adventskalender, der einfach nur wild durcheinander 24 Farben hat oder 24 verschiedene Fasern, ist jetzt interessant für Spinnanfänger oder jemand, der sich durch verschiedene Arten von Fasern durchtesten möchte, ist das super. Aber ich bin ja eher so, ich möchte damit auch was anfangen mit dem Ergebnis. Und wenn ich dann am Ende, wenn ich das fertig versponnen habe, mir ein paar Socken daraus stricken kann, weil es ideale Sockenfaser ist und Blueface Lester, BFL ist sowieso meine Lieblingsfaser zum Spinnen. Perfekt. Dann mache ich mir danach Socken draus. Also eben, da kommt hier dann die Anleitung mit. Es ist auch nochmal ein Tipp dabei, wenn man es zweifach spinnen möchte oder Navajo, was man da beachten muss. Und eben, dass immer mal bei dem Knoten beginnen muss, weil bei jedem Säckchen. Und ja, mehr kann ich euch noch nicht zeigen, als wie, da ist es drin. Das ist nämlich noch zu. Und jeden Tag habe ich 5 Gramm Naturtöne, das meine habe ich gewählt. Das war nämlich nur vom letzten Jahr übrig, der war noch reduziert, der war nämlich runter für 20 Euro zu haben. Und dann ja, konnte ich einfach nicht widerstehen und habe mir einen Adventskalender gekauft. Also ich freue mich drauf, den zu verspinnen. Und 5 Gramm pro Tag ist machbar. Ob ich es wirklich in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit wirklich durchhalte jeden Tag, weiß ich nicht, aber wem macht es was aus? Ich darf trotzdem jeden Tag mein Tütchen öffnen und reinschauen und mich daran freuen, was für Farben rauskommen und mir das dann vorstellen, wie es versponnen dann aussieht. Aber vielleicht habe ich ja dann doch da so einen kleinen Ansporn, das dann auch fortzuschaffen jeden Tag. Ich habe ja schon mehrere solche Aktionen für mich selber gemacht, wo ich gesagt habe, eben wie letztes Jahr, ich stricke jeden Tag ein Hexipuff. Eben, ich habe meine 365 Tage Hexipuffs gestrickt. Ich möchte keine Hexipuffs mehr stricken, aber das geht ja kein ganzes Jahr. Das ist nur während der Weihnachtszeit. Aber so ging das bei mir mit den Hexipuffs auch los. Das kann ich mich erinnern. Vor 2 Jahren habe ich in der Adventszeit damit angefangen und jeden Tag eins gestrickt. Wer weiß, vielleicht werde ich dann danach doch nur zu einer fleißigeren Spinnerin, dass ich dann auch mehr spinne. Ja. Oder was hatte ich noch für eine Aktion? Ah ja, jeden Monat ein paar Socken stricken. Das hatte ich vor 2 Jahren auch mir selber als Ziel gesetzt. Ich mag das schon, aber müssen erreichbare Ziele sein. Sie dürfen nicht zu hoch gesteckt sein. Und denke ich mal, ja, mal gucken. Die Herausforderung nehme ich auf jeden Fall an. Ja, das sind meine Einkäufe, mein Bericht von Wollmarkt in Vaterstetten. Ich grüße auch nochmal alle Zuschauerinnen, die mich angesprochen haben. Das waren jetzt, ich glaube, 2 oder 3. Es waren jetzt gar nicht so viele, aber da habe ich mich über jede einzelne gefreut von euch, die da war und die mich erkannt hat. Und ganz riesig gefreut habe ich mich, dass ich die Carina treffen durfte. Carina vom Videopodcast, Muckelpuss Videopodcast heißt ihr Kanal. Und die Carina macht ja schon so lange Videos. Also da habe ich an Video machen noch gar nicht gedacht. Die Carina ist sozusagen eine von den Urmüttern vom Videopodcast. Und die Carina war auch da mit ihrer kleinen süßen Tochter und mit ihrem Mann. Oh, so ein süßes kleines Baby. Die ist ja so süß. Und die Carina so eine Liebe. Die haben extra so einen Ausflug gemacht. Ich glaube, sie sind am Abend davor schon angekommen und haben übernachtet. Sie wohnt ja in der Nähe von Wien. Hat ja doch 4 Stunden etwa zu fahren, aber es war einfach voll die Überraschung. Eben die Daniela von der Kunkelstube hat sie zuerst entdeckt und hat gesagt, da hinten war die Carina. Ich so, nee, wie? Welche Carina? War richtig schön. Ich habe mich riesig gefreut, dich zu treffen. Ja, genau. Und das war alles vom Wollmarkt Vaterstetten. Doch, also wenn der wieder ist, kann ich euch nur empfehlen, geht dahin, das lohnt sich wirklich. Es ist wirklich ein ganz toller Tag. Und eben mal ganz was anderes wie die anderen Wollfeste, wo es eben sich alles nur um Wolle dreht, sondern eben, weil es einfach dieses breite Angebot gibt. Eben halt auch mal Lavendelsäckchen und eben irgendwelche handgeschnitzten Teller und Seifen und andere schöne Dekosachen einfach. Richtig toll. Genau. Und Stoffe gab es. Und ja, genau, sogar richtiges blau gefärbtes Leinen und Lodensachen. Es gab auch einen Stand mit schottischen und irischen Stoffen. Also für jeden was dabei. Aber jetzt kann ich auch mitschwärmen.
Ja, dann habe ich noch euch was zu zeigen. Ich habe noch was gekauft, aber da kann ich noch nicht mehr dazu verraten. Ich habe mich letzte Woche mit der Melanie getroffen, mit der Melanie von Melnitz Design, Melanie Mielinger. Und wir waren was ausgeheckt. Mehr kann ich noch nicht sagen. Es kommt was. Es ist was Anteportas. Und wir haben Wolle gekauft. Wir waren zusammen in Babenhausen beim Fischerwolle. Das ist von mir ja bloß 15 Minuten weg. Und da haben wir diese schönen Böppelchen gekauft. Melanie hat die auch. Das ist die Schachenmeier Regia Premium Silk. Vierfädig, also das ist Wolle-Seide-Gemisch. 55 Wolle, 25 Polyamid und 20 Seide. Läuft 400 Meter auf 100 Gramm in diesen drei Farben. Mehr sage ich nicht. Anthrazit, Weiß und Senf. Ich lasse euch jetzt hängen. Kleiner Cliffhanger. Ja, was sollte ich euch noch erzählen? Das war alles Wollige. Das Rezept für die Kürbislasagne. Das wollte ich euch noch, mit euch nur teilen. Und zwar habe ich das aus einem Büchlein, das eigentlich ein Werbegeschenk mal war. Das heißt, natürlich besser kochen. Da sind nur vegane Rezepte drin. Und das war von einem Mineralwasserhersteller, Staatlich Fachingen oder so heißt da. Die haben das mal verschenkt, wenn man Mineralwasser gekauft hat. Ich habe zwar das Wasser gar nie gekauft, ich habe das trotzdem im Getränkemarkt irgendwann mal bekommen. Das ist der Band Nummer 5. Ich habe auch noch keinen anderen Band gesehen. Ich habe in meinem Getränkemarkt nachgefragt, habe ich gesagt, ihr habt mir mal so ein schönes Kochbuch, gibt es da noch mehr? Und sie geguckt, nö, nur den da. Den haben sie nur in 20-facher Ausführung. Also wer von euch einen Getränkemarkt in der Nähe hat, schaut mal, fragt mal nach, ob sie das noch haben. Wer sich für vegane Küche interessiert, das sind wundertolle, wunderbare, wunderschöne, leckere Rezepte drin, die alle eins nach dem anderen besser ist. Und ich habe da schon ein paar Sachen draus gemacht und die sind halt alle auch ja, so normal, mit normalen Zutaten. Man braucht nicht so viel Kokolores. Es ist ein Gemüseeintopf dabei oder eine Blumenkohlpfanne, Thai-Wirsing, rote Beete-Risotto, Polenta-Auflauf, Süßkartoffel-Ravioli. Und da ist eben auch die Kürbislasagne drin. So schaut die nämlich aus, von der ich letzte Woche geschwärmt habe. Und das Rezept packe ich euch in die Infobox dazu, denke ich mal. Das eben, es kommt halt kein Hackfleisch rein. Der Kürbis wird da eben davor gedünstet oder angebraten. Man macht die Bechamelsoße hier aus Pflanzenmilch, Pflanzensahne. Also gibt es zum Beispiel Hafermilch und Hafersahne und Senf. Und wenn man das zusammenmischt, gibt es eben so eine Konsistenz, die eben an eine Bechamelsoße erinnert. Genau. Und Margarine kommt, glaube ich, auch noch rein. Genau, Margarine und Mehl. Ja, wie halt sonst auch. Eine Bechamel-Soße. Ja, eben. Guckt, haltet die Augen offen, ob es das bei euch, ob ihr das noch irgendwo bekommt. Das war mein Tipp mit der Kürbislasagne. Die leckere. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Herbstzeit. Genießt das schöne Wetter, solange es noch so schön ist. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Tschüss!